Hallöchen YouTube, ich begrüße euch heute mal wieder zu einem Let's Play und ich spiele diesmal Anno 1800, die Closed Beta Version. Ich wurde von Ubisoft nämlich eingeladen, Anno 1800 auszuprobieren und konnte bis jetzt eine halbe Stunde schon mal reinspielen und würde euch gerne eine Runde zeigen, beziehungsweise mal ein Spiel starten, damit ihr auch seht, wie es so abläuft. Also, ihr seht, ich bin noch im Hauptmenü, ich kann jetzt hier so die ersten Einstellungsmöglichkeiten treffen, zum Beispiel, dass ich geleitet werden möchte, also eine Art Tutorial bekomme oder nicht. Ich entscheide mich jetzt einfach mal dagegen und jetzt kann ich mir mein Profil aussehen. Ihr seht, ganz verschiedene Charaktere, asiatisch, afrikanische Charaktere, europäische Charaktere und ich will jetzt mal hier ihn hier. Okay. Dann können wir uns jetzt unser Logo auswählen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir sowas wie eine Art Firma darstellen, also eine Kolonialfirma oder ob wir ein Land sind. Ich schätze aber eher eine Kolonialfirma. Daher wähle ich mir auch ein passendes Logo aus. Wofür stehe ich? Ich stehe für Arbeitskraft und Arbeit. Dann kann ich mir halt noch die Farbe ein bisschen auswählen. Ich nehme mal schwarz. Schwarz kommt immer gut. Und hier können wir... können wir unseren Namen generieren. Ich heiße Professor Schriller. Das passt, glaube ich, ganz gut. Und jetzt können wir hier noch so Einstellungen tätigen mit Geld und sowas. Ich nehme halt die normalen Einstellungen. Da haben wir große Karten und auch viel, was wir so noch tun können. Und es macht halt auch den Einstieg relativ angenehm. So, dann gehen wir auf Start Game. Ja. Wir haben halt... Anno wieder typisch, mehrere Kontrahenten. Und ja, wir starten auch schon los. Wie ihr seht, der altbekannte Kontor. Und was uns jetzt gleich direkt auffällt, die Karte wird aufgedeckt. Wir sehen hier Natur. Schön. Und die Karte sieht einfach mal 1 zu 1 aus wie meine alte Karte, die ich gerade eben gespielt habe. Na gut, egal. Ja, wir sehen, die Karte ist immer noch sehr schön. Wir haben hier schon unser erstes Schiff. Und dann geht es auch los mit Bauen. Ich habe jetzt nicht so viel Erfahrung, was hier gut ist. Daher halte ich mich einfach an die Anno-Standard-Tricks. Erstmal zwei Holzfäller. Bauen wir mal die hier hin. So. Diese verbinden wir dann am besten noch miteinander. Und dann bauen wir gleich mal eine Sawmill. So. Die erste Neuerung, die mir direkt auffällt oder uns direkt auffällt, ist, hier sind es so ein rotes Bauarbeitermännchen drüber. Das bedeutet, dass wir hier keine Arbeiter haben. Was wiederum bedeutet, wir müssen uns Arbeiter erstmal zulegen. Wie machen wir das? Indem wir Marktplätze bauen, anotypisch. Und ihr seht, ich kann direkt die ganze Insel bebauen. Ich kann auch keine Warenhäuser mehr so platzieren, um die Insel zu vergrößern. Bedeutet, wir bauen jetzt hier oben mal einen Marktplatz hin. Ich weiß jetzt nicht, ob es strategisch besonders klug ist oder nicht. Und ziehen hier die ersten Straßen drumherum. Und hopp. So, machen hier das nochmal so. Und so. Und haben jetzt die Möglichkeit, halt unsere Häuser hier zu platzieren. Ich baue jetzt hier mal so einen Quaders. Und ihr seht, ich habe schon einen Meilenstein erreicht. Und jetzt fällt mir noch eins auf. Und zwar müssen diese Hauptgebäude hier, also sowas zum Beispiel, mit dem Hafen verbunden sein. Bedeutet also, wir müssen das so bauen. Das ist nämlich auch neu. Früher konnten wir einfach irgendwo Marktplätze platzieren. Das können wir jetzt nicht mehr so einfach. Wir müssen jetzt... also das können wir immer noch genauso einfach. Das ändert nichts daran. Aber diese müssen halt... mit dem Hafen verbunden sein, damit da halt die Ressourcen hintransportiert werden oder simuliert werden. Genau. Jetzt kriegen wir gleich hier die nötige Arbeitskraft, um unser Holz zu produzieren. Die haben jetzt zum Beispiel schon 27% und hier fehlen noch einige Arbeiter. Okay. Dann sponsern wir... Oh, abgestürzt? Nein, nicht abgestürzt. Sehr gut, das hatte ich noch nicht. Dann sponsern wir mal noch ein paar Arbeiter. Platzieren die hier rum. Und ich weiß aus dem vorherigen Runde, dass ich auf mein Schiff... Ups. Nee, das wollte ich nicht.
noch Holz auf meinem Schiff hatte. Missing Goods. Ja, ich weiß. Also durch die Aufnahmesoftware Shadowplay scheint es hier ein bisschen zu haken, aber es ist nicht so wild. So. Die sind erstmal noch mit Pflanzen beschäftigt. Ist nicht so wild. Wir kümmern uns dabei um die wichtigen Dinge des Lebens. Noch mehr Arbeiter für unser Land. So. Wenn wir nicht eine bestimmte Einwohnerzahl erst erreicht haben, dürfen wir auch Fische bauen. Oder Fischereien, eher gesagt. Ist auch anders als früher, wo wir direkt Fischereien auf Inseln bauen konnten. Das, ja, wieso es so ist, keine Ahnung. Ja, jetzt platzieren wir mal zwei Fischereien. Hier muss noch ein Weg ran. Bauen wir den mal gleich ein bisschen hübscher. Hier wechselt die Textur nicht. Auch nicht so wild. So. Aber schon echt schön, dieses Spiel. Okay, die Schiffe sehen aus, als würden sie gleich sinken, aber ansonsten echt schick aus. Hier haben wir unser Startschiff. Die Ringhorny, keine Ahnung, wie man das ausspricht, unser Flaggschiff. Und hier haben wir auch schon, wie ihr seht, wir haben Hafenverteidigung. Mit zwei Marinesoldaten. Also ich muss ja sagen, das Spiel ist schon echt schick. Schöne Musik. Was halt noch ein bisschen negativ aufstellt, ist hier diese LOD-Distanzen halt. Blub, 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 wenn man sieht. Ich denke mal aber schon. Aber ist jetzt nicht so gravierend. Auch hatte das Spiel in der Beta noch ein paar Performance-Probleme. Das Spiel wurde ja gerade erst verschoben. Halt, weil auch noch einige Probleme auftreten. So. You reached a new milestone. Oh. Oh. Jetzt habe ich aber doof gebaut. Oh. Das wollte ich so gar nicht. Ich habe einen neuen Meilenstein erreicht. Sehr gut. Ich brauche jetzt mal ein paar mehr Arbeiter. Und zwar. Nee, das habe ich jetzt drauf gebaut. Gerade. Was mache ich denn jetzt? Alles wieder abfressen? Oh, I'm always busy, Duck. I feel don't Resident tend yourself. Steven. Da ist doch der Market. Was haben sie denn? Ain't perfect, but what is? So, reißen wir die Häuser nochmal ab und platzieren die nochmal neu. Das ist zwei. Den Straßenzugang angerissen, ich stöde. Frag mich zwar, ob ich das geschafft habe, aber so habe ich es geschafft. Das ist aber jetzt nicht so gut, was ich da gebaut habe. Ja, das kann ich nochmal eine Runde verschieben. Besser. Und dann bauen wir hier mal gleich ein bisschen was Schönes, wenn wir genug Farmer haben. Please don't leave your crate unattended, sir. Schön. Sehr detailverliebt. Wir haben Holzprobleme, fällt mir auf. Bedeutet, wir bauen mal noch ein paar Holzfäller. Damit wir diesen Holzprobleme angehen können. Holz im Überfluss. Jetzt auf meine Guts gehen. Ah, da, Guts.
Ja, ja, wir haben auf jeden Fall Holz über. Also bauen wir mal noch eine Sawmill, also ein Sägewerk. Wir befinden uns auch tief im Minus. Aber das ist ja typisch Anno, dass man sich eine gewisse Zeit lang in der Schuldenfalle befindet. Als nächstes brauchen wir noch ein paar Betriebe für unsere Produktion, Schiebfarm. Und da haben wir sie schon und dann brauchen wir noch zwei von denen hier und bauen wir mal am besten gleich noch einen. Dann müssten wir wirtschaftlich halbwegs passabel dastehen. Okay, gucken wir mal. Es dauert jetzt hier eben ein Weilchen. Derzeit können wir noch ein bisschen uns unsere Einwohnerzahl kümmern. Wir haben nur noch drei. Wie viel Holz kostet es denn dann? Zwei. Beobachten wir die Menschen. Oder ich investiere hier mal rein. Okay. So, bauen wir mal am besten gleich eine Feuerwehr. Aus der Erfahrung weiß ich nämlich, dass eine Feuerwehr sehr wichtig ist. Ich hatte nämlich in der ersten Runde vorhin gleich einen Brand. Das ist leider auch nicht lang genug, die Feuerwehr. So, jetzt sehen wir die mal hier rum. Bauen wir mal hier. Oh, sieht okay aus. Sorry, this is like a time, young man. More's the merrier. Pepper sample, sir. Ja, eine kleine, die kleine Stadt wächst jetzt hier schon. Boah, minus 300. Hei. Können wir mal ein bisschen zugucken, wie die Farmer mehr werden? So, was fehlt denn hier? So, jetzt schreibt gerade meine Freundin. Jetzt. Ach ja. Okay. Ah, wir haben hier was bekommen. Ich weiß noch nicht, was das ist. Ah, Achievements. Übersicht. Da ist noch nichts repräsentiert. Ah, mein Profil-Level ist jetzt 4. Auch nicht schlecht. Okay. So, dann gucken wir mal. Jetzt kommen wir auch langsam unsere Arbeitskleidung rein. Das kennt man ja schon von Anno 1400, wo man ja auch so Kleidung produzieren musste. Aber es sieht natürlich schon sehr toll aus. So, okay. YouTube, ich hoffe, ihr habt einen kleinen Eindruck bekommen. Ich werde dann gleich noch eine Folge hinterher schieben. Und ich hoffe, ihr habt ein bisschen was schon gesehen vom Spiel und wir sehen uns in der nächsten Folge.